Hallo meine lieben Sammlerfreunde, hier ist er, der Master Ölli mit einem neuen Video und ich sende von einer neuen Position. Ja, ich sitze gerade in meinem neuen Man Cave. Naja, der Zusatz für mein Man Cave. Ja, von hier aus mache ich jetzt mal eine Aufnahme und möchte mal ein Video starten. Ja, mein Pet Monster im Hintergrund ist auch mit dabei. Und was zeige ich euch heute? Heute habe ich mal Bock auf hier den guten Prinz Adam aus der Masterverse Line, aus dem Revelation Film. Den schauen wir uns heute mal an. Mal sehen, was der kann. Ja, los geht's. So, meine lieben Sammlerfreunde, da sind wir in der Ego-Perspektive. Und ja, jetzt wundert ihr euch. Jetzt wundert ihr euch, warum halte ich denn hier den Mega Construct, steht sogar noch drauf, Battle Cat in den Händen. Ja, den möchte ich noch nachreichen. Den habe ich zum Geburtstag bekommen. Und zwar von dem lieben Andy Berger. Ja, mit dem habe ich ja einen Podcast zusammen, Nerds mit Herz. Kommen immer mal wieder Sendungen, auch jetzt zu der neuen Revolution. Masters Netflix-Serie. Er hat mir diesen geilen Battle Cat zukommen lassen. Und ich hoffe, ich werde meine Freude damit haben. Ja, also, Andy Berger, Bergers Vorstellung. Schaut mal bitte auf dem Kanal rein. Ich blende es jetzt hier auch nochmal kurz ein, damit ihr da auch nochmal hinguckt. Danke, Andy, für dieses schöne Geburtstagsgeschenk. Und zum guten Schluss muss ich ja sagen, ich habe mich riesig über das Geschenk gefreut. So, nach meinem Freudentaumel kommen wir jetzt zur Figur. Und zwar den guten Prinz Adam. Ich finde den von vornherein, ich finde den gleich richtig gut. Weil ich mag den aus 2000X. Und ich finde, diese Gestalt von ihm ist einfach die richtige. Ein kleiner, schmächtiger Junge, dem man nie zutrauen würde, dass er He-Man ist. Der Stärkste der Starken. Eine US-Packung. Hier sehen wir das schöne Artwork auf der Seite, das mir wie immer gut gefällt. So, seht ihr es? Ich finde es sehr schön, gut gemacht. Auch die Rückseite, super, super Artwork, gerade in der Verwandlungspose, ikonisch. Hier, mal wenn ihr Pause drückt, könnt ihr die Biografie kurz lesen. So, das soll es dann auch reichen, ne? Und dann packen wir die Figur aus. Der Rächer mit dem Messer. Und da ist die Figur aus dem Blister draußen. So, jetzt erspare ich euch das Blister-Geknister und hol die Figur kurz raus. Schwupps, draußen ist er. Ich lasse ein paar Sachen drin, und zwar den Kopf. Nicht, weil er mir nicht gefällt, aber weil ich ihn nicht aufstecken werde. Es ist dieses lachende Gesicht, ja, dieses unverbrauchte, lachende, kindliche Gesicht, das Adam in der Serie auch das ein oder andere Mal an den Tag legt. Und zwei Fäuste, ja, die wie immer natürlich wunderbar gesculptet sind. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht. Es sind Fäuste. So, dann kommen wir gleich zum Hauptcharakter, den guten Prinz Adam zur Figur. Also, ich habe schon in einem anderen Video gesehen, dass man ihm die Weste ausziehen kann, werde ich natürlich nicht tun. Das weiß ich gar nicht, wie die das hingekriegt haben, aber ist auch egal. Ja, ich finde den, schaut euch mal den Headscalp an, der sieht doch super aus. Der schaut doch schön da rein und ich finde, dann passt auch eigentlich der He-Man-Kopf, den wir bekommen haben. Hat er den, ist das hier eine Macke oder ist das ein Fussel? Naja. Mal sehen. Werde ich mich später drum kümmern. Ja, also, was soll ich sagen zur Figur? Es ist einfach ein absolut solider, schöner Prinz Adam. Den hätte man auch als 2000X benennen können.
Da würde der auch voll durchgehen, meiner Meinung nach. Ja, er hat seine typische Klamotten an und ich finde, in dem Fall passt das auch. Ja, diese lila Strumpfhose und die Weste und das weiße Hemd und so, das passt halt zu diesem Moogeyman. Ich will jetzt nichts gegen Prinz Adam sagen aus der Origins-Line oder aus Vintage oder so. Das, um Gottes Willen. Nein, aber er hier sieht doch dann schon realistischer aus, meiner Meinung nach, oder? Also das passt schon ein bisschen besser, weil man diesem Bübchen hier das nie zutrauen würde, dass das der Stärkste der Starken wird. Ja, deswegen, also ich finde die Figur wirklich toll. Schaut sie euch an. Sie ist schon in anderen Videos gezeigt worden. Und deswegen zeige ich sie euch jetzt auch nicht in aller Länge und Ausführlichkeit, aber ich möchte halt auch noch mal kurz was dazu sagen, weil ich denke, die Figur ist es wert, auch gezeigt zu werden. So, dann schauen wir uns die Waffen an. Da hat er das normale Zauberschwert. Also das haben sie jetzt schon, würde ich mal sagen, sechsmal recycelt. Ja, ist nicht schlimm. Ist ja halt, so sieht es halt aus, das Zauberschwert. Was ich hier gut finde, ist, dass er das Verwandlungsschwert dabei hat, was natürlich ein bisschen gelitten hatte. Das war wirklich ein S. Also das war ein S in der Packung, komischerweise. Aber es ist ein bisschen anderes Material. Das ist ein bisschen freundlicher zum Wiederherrichten. Mit dem heißen Wasser würde man ihm natürlich den Rest geben und dann wäre alles wunderbar. Aber ich schaue das mal an, dieses Glitzer und so. Sieht das nicht toll aus? Ja, dann kann man ihn tatsächlich in diese Pose bringen, wo er die Verwandlung vor sich nimmt. Ne? So. Wollen wir mal probieren, so, ob ich das hinkriege. Dann wird er hier, glaube ich, so auf das Schwert auffassen. Na, komm her. Na, komm her. Prinz Adam. Du weißt doch, wie es geht. Du weißt doch, wie es geht. So. Und dann steht er so. Schaut auf das Schwert und tut sich verwandeln. Ich denke, so werde ich ihn sogar aufstellen, weil ich die Pose cool finde. Die passt. Wunderbar. Eine wunderbare Figur. Nochmal ein bisschen näher, dass ihr nochmal von allen Seiten seht, weil ich möchte mir die Drehscheibe sparen. Nein, doch. Oh. Ich mache jetzt mal hier eine Drehscheibe selber und drehe die Figur nochmal einmal im Kreisringel rum. Und ja, ein sehr, sehr schöner Prinz Adam von der Netflix-Serie gefällt mir richtig gut. Und was bleibt mir zum Schluss der Sendung immer noch zu sagen? Euch eine gute Zeit da draußen. Wie immer, einen schönen Gruß vom Pocking Joe 78. Und dann bis zum nächsten Video. Liken, teilen, abonnieren und ich sag Tschüss.